Roger Carrer, es war auch in diesem Spiel eng und auch ihr hatte Chancen zu gewinnen. Es ist wahrscheinlich noch schwierig, Details herauszusuchen, was den Unterschied ausgemacht hat. Ja, sie können auf beide Seiten gehen. Sie waren kaltblütiger, wir hatten doch auch Chancen gehabt. Wir hatten aber ein bisschen zu wenig Verkehr vor ihrem Goal und im ersten Drittel hatte ich das Gefühl, sind wir nicht auf der Höhe, die zu war und zwei Drittel lang einfach nicht zum Gewinnen. Was nehmen Sie trotz der Niederlage auch Positives mit für die dritte Partie? Ich glaube, nach dem zweiten und dritten Drittel dort haben wir offensiv gute Chancen kreiert, sind defensiv ziemlich solid gewesen, haben nicht viel aufgemacht, haben sehr viel Offensivzone Zeit gehabt. Und ja, das gibt ein gutes Gefühl und jetzt müssen wir einfach nur noch Goal schiessen.